herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mal zusammen mit meiner Mama. Ich habe euch auf Instagram gefragt nach Fragen, die ich ihr jetzt stellen kann, die sie über mich beantwortet. Und es kamen richtig viele coole Fragen. Also ich bin echt mal gespannt, was sie jetzt so antwortet. Willst du dich irgendwie vorstellen noch oder so? Ja, ich bin Marika. Ich bin die Mama von Cosima. Mehr müsst ihr erstmal nicht wissen. Sehr gut. Also fangen wir einfach mal direkt an mit der ersten Frage. Und zwar ist die Frage, wie war es für dich, das erste Mal mit Cosima Auto zu fahren? Oh, das ist ja lange her. Die saß ja im Maxi-Cosi auf dem Beifahrersitz. Ich glaube, die Frage ist eher, wie das war, als ich gefahren bin. Ach so. Als ich meinen Führerschein neu hatte. Oh, das war stressig. Stressig? Ja, weil da wisst man ja natürlich als Mama, dass man immer Angst hat, dass Cosi mal alles richtig macht. Aber das war dann nach 5 Minuten gut. Also habe ich es gut gemacht. Ja, hast du gut gemacht. Das ist gut. Okay, dann die nächste Frage. Glaubst du, dass Cosima sich jemals ein Tattoo stechen wird? Nein. Sicher? Ja, sicher. Okay. Und wie sieht's aus mit dem Bauchnabelpiercing? Ja, das schon eher, aber auch also eher 80% nein. Wir werden's sehen. Würde Cosima lieber ein Mädchen oder einen Jungen bekommen? Ich glaube erst einen Jungen, dann ein Mädchen. Das stimmt, das wäre eine ziemlich optimale Reihenfolge. Und wenn nur eins von beiden? Wenn nur eins von beiden, dann ein Mädchen. Ich nehme das, was ich bekomme, aber wäre schon cool, so eine Tochter zu haben, mit der man sich dann sozusagen so Tochter, fertig machen kann. Genau, mit der man so Girls-Sachen machen kann. Wann hat Cosima mit Social Media angefangen? Da war sie 14, 15, so ungefähr. 15, ja. Und weißt du noch, wie ich angefangen habe? Mit diesem damals Musical.ly. Genau. Da stand sie stundenlang vorm Fenster und hat anstatt Hausaufgaben zu machen, hat sie Musical.lys gedreht. Ja, ihr merkt schon, Mama war begeistert damals. Okay, würde Cosima jemals auswandern wollen? Also eher nicht, aber wenn die Umstände stimmen und es alles schön ist. Also Cosima ist ein sehr offener Mensch. Ja, aber, also. Aber es ist nicht so jetzt, würde ich sagen, das direkte Ziel, aber... Never say never heißt es. Ja, also ich glaube, mit dem richtigen Partner meiner Seite, wenn wir da beide Lust zu haben und so sich das ergibt mit dem richtigen Ort, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Aber ist jetzt nicht geplant aktuell. Was ist denn mein Lieblingsreiseziel? Momentan Dubai. Ja. Und so an zweiter Stelle? An zweiter Stelle, oh, da wird schon, weiß ich gar nicht, schwierig. Vielleicht das Mittelmeer insgesamt? Nee. Da war ich, also das klingt ein bisschen verwöhnt, aber da war ich so oft, das reizt mich aktuell nicht so sehr. Also es ist immer schön, keine Frage, ich freue mich immer dorthin zu fahren. Naja, dann wo, wenn man jetzt, wenn ich davon ausgehe, wo Cosima schon war, weil sie kann ja nur sagen, ein Lieblingsreiseziel ist das, was ich schon kenne, was ich einschätzen kann. Nicht unbedingt, oder? Vielleicht der Traumreiseziel dann noch eher. Ja, Traumreiseziel? Nein, das dann würde ich sagen, vielleicht nochmal in die USA. Genau, Amerika, ja. Ja, aber... Okay, jetzt mal eine sehr interessante Frage. Was ist meine größte Schwäche bzw. mein Defizit? Cosima macht nicht gerne Sport und isst zu viel Süßigkeit. Okay, ihr wisst Bescheid. Ja, war eine gute Antwort. Wie würden Sie den Jungsgeschmack von Cosima am besten beschreiben? Ja, so große Jungs. Also. Groß? Ah, okay. Große Jungs und nicht zu erwachsen. Ah, ja, ich meine... auch nicht zu alt, vor allem. Ja, genau. Ja, aber das passt halt ja gar nicht zusammen, große Jungs und nicht zu alt. Wieso große Jungs sind für mich dann... Ja, wobei es gibt auch alte Männer, die große Jungs sind, stimmt, aber das ist definitiv nichts für Cosima. Okay, meine beste und meine schlechteste Eigenschaft. Oh, das ist aber schwer. Ja, weil für mich hat Cosima ja keine wirklich schlechten Eigenschaften. Ja, dann vielleicht ein bisschen von außerhalb betrachtet und nicht für dich. Ja, so beste Eigenschaft ist, dass Cosima so ein offener Mensch auf jeden Fall ist und auch so mit sich so klar ist und so authentisch ist und so liebevoll ist und empathisch auf jeden Fall. Okay, mir so eine schlechte. Und eine schlechte ist, dass sie manchmal ein bisschen faul ist. Oh. Also wenn sie so Sachen wie sowas zu lernen oder so. Naja, ich habe meine Ausbildung. Ja, aber sowas. Da habe ich viel gelernt. Ja, das war ja auch jetzt so für ein konkretes Ziel. Aber vielleicht so, dass sie manchmal zu wenig offen ist, so für Interessen, die es vielleicht nur so. Die nicht direkt sinnvoll sind auf dem ersten Mal. Ja. So vielleicht. Okay. Ich kann das schwer so. Okay, hast du einen bestimmten Spitznamen für mich? Ja, Hase natürlich.
Hase. Immer wenn ich mit Freunden so im Auto bin und wieder telefonieren, hallo Hase, durchs ganze Auto. Ja, klar. Okay, die Frage kommt von meiner Cousine. Mhm. Wie stehe ich zum Thema Kotzen? Oha, das ist ein ganz schwieriges Thema bei Cosima. Da gibt es eine Kotzphobie sozusagen. Ja, das ist meine schlimmste Angst. Was ich ein bisschen auch verstehen kann, weil Kotzen ist auch echt eklig. Und ich verstehe es auch nicht, wie man mutwillig irgendwie sich so volllaufen lässt oder so viel isst, dass man dann kotzen muss, verstehe ich auch nicht. Naja, ist ein anderes Thema, aber ja, das ist Cosimas ganz großer Feind. Man könnte sagen, meine größte Angst. Okay, die Frage ist jetzt lustig. Wie oft in der Woche kaufe ich mir Klamotten? Täglich? Alle täglich? 2 Tage? Okay, ich war schon bei in der Woche gerade so ein bisschen. Na, schon, also einmal es die gibt Woche auch mal ein paar ja, Tage einmal am Stück. Die Woche auf jeden Fall, weil wir sind ja einmal die Woche im Einkaufszentrum. Und da gibt es ja dann so Ketten wie Zara. Auf jeden Fall einmal die Woche ist Cosima auf jeden Fall da. Und das ist ja dann nur mit mir zusammen. Deswegen, also vielleicht 3-mal die Woche. Ja, okay, mal gucken, ne? Mal gucken. Wann war denn wohl mein letzter Kuss? Am Wochenende, würde ich mal sagen. Am Wochenende? Am Sonntag. Wie oft wurde ich schon geblitzt? Wie oft? Absolut insgesamt? Oder ja. Weiß ich nicht. Also wenn gut, naja, wenn man jetzt sagt, Cosima hat seit 3 Jahren Führerschein, dann momentan sehen wir es ja also vielleicht da 10-mal. Nein, ich wurde einmal in Düsseldorf geblitzt, einmal in Hannover und einmal irgendwo bei Siegen auf dem Weg vom, ich weiß gar nicht, wo ich war, auf jeden Fall zu Chanels Geburtstag, vom Peyton zu Chanel. Und das war's. Ja, ist ja wirklich. In Hamburg wurde ich auch einmal geblitzt, aber der Blitzer kam nie an, also zählt da finde ich nicht wirklich. Ja, das ist dann nicht so oft. Auf was bist du am meisten stolz bei Cosima? Dass Cosima das, was sie sich vornimmt, schafft und auch durchzieht. Das ist schön gesagt. Was war mein Lieblingsfach in der Schule? Latein. Nein? Musik? Also ich sag mal so, Latein war in der Oberstufe echt cool, weil wir waren so 5 Leute im Kurs, meistens waren 3 da und Latein war eher immer so Eis essen und Klönen. Aber Musik nein, hast du gesagt? Musik. Ja, Musik war cool. Musik war auch Musik cool, und bestimmt. Ja, dann vielleicht. Also auf jeden Fall nicht Sport und nicht Mathe. Also Geografie. Mathe. Hi Leute, das war gerade ein sehr abruptes Ende oder ein sehr abrupter Schnitt jetzt gerade in dem Video. Ich habe leider ab der Stelle einmal kurz meine Kamera neu gestartet und dann im Slow-Mo-Modus weitergefilmt. Das heißt, ich kann mit den Aufnahmen nichts mehr anfangen. Aber ist auch nicht weiter schlimm, es waren eh nur noch 2 Fragen oder so. Und das Outro, ich drehe jetzt hier einfach ein neues Outro und die beiden Fragen sind leider weg. Aber ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat. Es ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe das Video Ende März gedreht und wir haben jetzt Mai. Inzwischen umgezogen, war in L.A. und ja, es ist irgendwie viel passiert. Und ich habe in dem ganzen Trubel, was passiert ist, die Speicherkarte mit dem Video einfach voll vergessen und jetzt ist mir eingefallen, hey, ich habe doch noch das Video, das könnte ich mal schneiden und hochladen und ich finde es sehr, sehr schön, auch wenn es jetzt ein bisschen älter ist, finde ich gar nicht schlimm. Ich habe es gerade voll gefreut, das zu schneiden und ich hoffe sehr, dass euch das Video auch so gefällt wie mir. Wenn ich öfter Videos mit meiner Mama drehen soll, dann lasst dem Video unbedingt mal einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne Videowünsche mit meiner Mama zusammen oder wenn ich einfach nochmal so ein Fragenvideo drehen soll, kommentiert auch gerne Fragen. Und ja, lasst dem Video, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dann. Ciao!